und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der XXL-Farm. Mit dabei ist heute der Varuna. Moin. Und ich werde heute mal das Gras abfahren und ins Fahrsilo fahren. Und was machst du so? Ich trinke Uso. Nein, Quatsch. Weißt du, wie sich das gerade angehört hat? Wie? Och nee. Wie stellt man die Fahrtrichtung nochmal um? Steuerung Leertaste. Steuerung Leertaste. Immer noch vor Rückwärtsgang. Immer noch Rückwärtsgang. Dann musst du einmal auf dem Vorwärtsgang wechseln. Also mit Leertaste. Mit Leertaste. Oder hast du es? Ich fahr nur rückwärts, was los? Ja, ich habe ja kein. Mach nochmal an. Ja. Mach auf dem besten auch mal dein Hut an. Nee, das will ich ja nicht. Mit O kannst du es anschalten. Wie mit O? Ja. Das sagst du mir jetzt. Ich kann das trotzdem nicht ausmachen. Wenn die Vorwärtsrückwärtsschaltung an ist, ist der Pfeil hinten oder vorne? Hinten. Dann mach mal, wenn das an ist, Leertaste. Dass der Pfeil nach vorne ist. Der wechselt nicht. Spring mal rein. Helf mir aus meiner misslichen Lage, bitte. Wo denn? Ach, der. Ja, ah, warte, jetzt. Warte, hier, komm. Hey, das geht ja gar nicht. Ach, du bist... Danke. Lass mir mal ein Screenshot machen. Ach so. Mach mal, komm mal hier ran. Mach mal an. Hab ich doch. Jetzt. F12 war das. Oder gucken. F2? Ja, hab. Ah, gut. Also, bis später. Jo. Bis später. Warte mal, hat er jetzt. Strohablage ist an. Genau, wenn du fertig bist, kannst du hier gleich Stroh abfahren kommen. Ja, klar. Das brauchen wir nämlich auch für die Küchen. Wir haben jetzt schon. Gott, wie viel? Ich glaube 5-6 Ladungen Gras haben wir schon im Fahrsilo. Du holst jetzt noch ein paar Ladungen ran. Ich denke mal noch, also diese Ladung und die nächste. Aber mehr wird das glaube ich nicht. Oh, ich sehe ja jetzt gar nicht, wann hier Feierabend ist. Ah ja, das ist dann. Okay, muss ich immer wieder O drücken, dann sehe ich's. Ja, dann fährt automatisch das Rohr aus mit O, weil das ja, das Rohr ausfahren. Das deswegen habe ich das bei mir auf L gelegt, dass es, nicht, dass das Rohr nicht ausfährt, das, also das Rohr auf. Also das ist unser erstes Feld, gell? Ja. Ich kriege jetzt schon das Grauen. Weißt du, wie groß das ist? Ja. Und das ist noch sehr klein. Ja, eigentlich schon, gell? Wenn wir hier mal auf die Karte gucken. Ja, 16. Feld 11. Feld ja. 11 oder so. Krank. Oder 26. Aber das haben wir ja eine XL-Farm. XXL. Ich mach noch ein paar X drin. Das sollten wir machen, ja. Vielleicht ein 5-fach XL. Heißt für uns natürlich, dass wir irgendwann, wenn es soweit ist, natürlich auch noch einen zweiten Drescher organisieren. Dass wir vielleicht im Verbund dreschen können. Relativ bald wäre gut. Ja, wir müssen. Oh, Alter, guck dir mal das Gefälle an. Alter. Dass der Drescher hier überhaupt hochkommt, ist ein Wunder. Oh ja. Ich fahre hier gerade Minimum 30% Steigung. Ja. Da muss ich jetzt mal los. Damn it. Kannst du abfahren kommen? Ich bin 60% voll. Also. Doch. Lol. Ja, ist halt doppelt dick. Lol. Ja, Moment. Übel. Ist richtig übel. Ja, ich glaube, wir fahren mal zwei Vorgewinde, dann könnte man theoretisch auch einen Helfer anstellen. Nur wir müssen den alle 5 Minuten abtanken. Ja, aber ernsthaft. Ja, wirklich. Wir haben jetzt 5 Minuten Aufnahmezeit.
Und ich habe eine, ne, 2 Minuten haben wir verplempert. Also in 3 Minuten fast voll. Ja. 80%. Ja, ich bin unterwegs. Mit den 45 km/h, der 40 den Berg hoch. Junge, ist es steil. Von da unten sieht man das ja. Alter Schwede. Du siehst gar nicht, wo du hinfährst. Ich sehe dich bestimmt auch noch nicht. Ne, da jetzt kommst du über den Berg. Alter, ist das Gefälle. Von unten hat man das gar nicht gesehen. Ne, übelst nicht. Von unten sah das aus, als ob das so ein bisschen Steigung wäre. 95. Bleib mal stehen. Junge. Da muss man 24-7 abdanken. Da kann ich irgendwie 1,5 Minuten Stroh abfahren. Und dann kann ich den Rest der Zeit Dings abfahren. Erst Gras und dann auch Stroh. Um dann 1,5 Minuten zu verplempern, um diesen Abfahrer zu machen. Oh. Ja, du kannst den hier stehen lassen. Kannst du wieder Gras fahren. Ach ja, wäre ja schlau, wenn ich das jetzt schon weitermache, ne? Ja, unter Umständen. Unter Umständen wäre schon gut. Unter Umständen nicht zu verachten. Okay. Jo. LKW mit 2 so Containern. Hört genau zu. 90 km/h Laderaum. Oder Frachtraum. Oder wie nennt sich das? Volumen. Volumen. Das muss unser Ziel sein. Also doch, wir haben... Ja. Warum fahre ich eigentlich zum Händler, bin ich? Wo ist nichts. Aber das muss halt schon unser Ziel sein. Wir müssen hier ordentlich Maschinen auffahren. Um dann Vollgas geben zu können. Und dann ist ein Drescher schon nichts mehr. Ja. Gar nicht. Also, sorry. Bei dem Feld hier ist schon lächerlich. Ich hab schon überlegt, ob die 18 Meter Sämaschine zu klein ist. Und wenn nicht die mit 25 Meter hätten nehmen sollen. Eigentlich schon, ja. Es sah wirklich nicht so groß aus, das Feld. Das auf der Minimap sieht es auch gar nicht groß aus. Nee, das sieht so mini aus. Aber ich bin gerade mal... Richtig Minifeld. Ich bin ein Drittel im Vorgewende. Können Sie mal den Gerstepreis ein bisschen im Auge behalten? Ja. Aber nicht, dass du einen Gerstenkorn kriegst, ne? Soll anscheinend wehtun. Oh, 1050 steigend. Das ist doch schon mal von Vorteil. Das ist von Vorteil, dass es auch zufällig Gerste drauf ist. Ja. Aber wir müssen auch in die Saatgutproduktion was einführen, ne? Beziehungsweise ja. Müssten wir gucken, ob die überhaupt schon aktiv ist. Ich glaube eigentlich schon. Meinst du? Mhm. Okay. Ich dachte, es war noch nicht aktiv und wir konnten noch nichts. Es war noch nicht angegeben, was da rein muss. Dachte ich. Doch. Okay. Kann ich auch zeigen. Steuerung G. Dann kann ich auf die Fabriken. Dann Saatgut. Öffne Übersichtsmenü. Und dann steht da halt Status deaktiviert, weil noch keine Rohstoffe da drin sind. Deswegen. Ah, okay. Aktiviert. Ja, und was kommt rein? Weizen, Gerste, Hafer, Roggen. Und raus kommt Saatgut. Also nur das alleine einfüllen. Also einer von den Fruchtsorten. Okay, dann haben wir auf jeden Fall mal eine Ladung Gerste da rein, oder? Ja. Und die Düngerproduktion braucht Gärreste. Kommst du abtanken? Ja, mein Schatz. Ey. Die Holland ist immerhin besser als John Deere. Oh, 90% schon wieder. Nee, das Gelbe, was du meinst, ist aber kein Tempomat da. Nicht? Nee, das zeigt nur nochmal die Geschwindigkeit an. Okay.
97, 98, oh. 99. Junge. Voll. Ja. Da komme ich erst. Ich habe es ein bisschen spät gemerkt. Ich habe erst bei 79% Bescheid gesagt. Oh, da bist du ja schon mit deinem Rohr. Du. Was gehen da rein? 14.500 und da sind jetzt schon 29.000 ja. Liter drin. Also das nächste Mal muss der Traktor schon komplett abgefahren werden. Och, dann. Dann. Junge, ich kann. Dann. Aha. Lag. Ja, sorry. Was hast du wieder getan? Escape. Das heißt, nach dem Vorgewende ist, haben wir 40.000 Liter, ey. Oh. Krank. Es ist richtig krank. Hätte ich das vorher gewusst, hätte Olli die Map behalten können. Also das war ja noch, ist das noch mehr XXL als die Südthüringen LS17? Locker. Wirklich. Also Südthüringen, okay. Nichts dagegen. Zumindest den ersten Eindruck von dem Feld hier. Habe ich wirklich die Meinung. Südthüringen war auch schon riesig. Aber das hier macht noch einen viel größeren Eindruck. Ist auch viel größer. Als ich im Stream die Karte abgefahren bin, mhm. dachte ich schon, okay, bist aber lang unterwegs. Und da bin ich, wo bin ich da hingefahren? Zur Brauerei, glaube ich. Okay. Vom Händler aus. Ja. Uff. Brauchen wir so viel Stroh überhaupt? Ich glaube eher weniger. Ich würde sagen, das ist egal. Im Notfall holen wir uns noch einen Ladewagen und verkaufen das Zeug. Das ist ja Geld. Ja, bei so welchen Mengen ist das wirklich viel Geld. Ja. Wird sich sogar fast lohnen, dann noch den 14 Meter Schwader zu holen und die Schwad zusammenzulegen. Beides, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das geht. Nee, ist, glaube ich, gerade die Grenze. Weil wir haben ja auch knapp 14 Meter Schneidwerksbreite. Ja. Deswegen meinte ich. So, ich steck das Fahrsilo dann ab, ne? Jo. Oder geht das? Ist es. Du musst wahrscheinlich noch festfahren. Verdichten. Ja, verdichten. Aber das mache ich ja nicht jetzt, weil sonst kommen wir ja zu nichts. Verdichten? Nö, nee, könntest du nachher machen, wenn nicht. Ja. Meinte ich ja. Ganz zum Abfahren kommen. Und schon wieder bei 70%. Oh, du sagst zu spät Bescheid. Oder diesmal könnte es klappen. Diesmal müsste es passen. Also wir müssten mal ausprobieren, ob wir jetzt wirklich Saatgut herstellen können, weil die BGA nicht in unserem Besitz ist. Also es könnte nicht funktionieren. Aber dann würde es ja auch nicht angezeigt werden, die Produktion. Stimmt eigentlich. Siehste. Weil erst als wir das Standardland mit der 16 inkludiert hier gekauft Perfekt. Haben. 90%. Fahr weiter. 10. Ja, muss erst einstellen. So, jetzt. Junge, du machst so viel wieder den Berg hochfahren. Vor allem hier ist es ja noch relativ harmlos. Guck mal nach rechts. In der Außenkamera. Ja. Das ist ja noch viel mehr Steigung. Aber er zieht, jetzt war ich gerade bei 9, aber er zieht ziemlich gut hoch. Warte, ich fahr da ein bisschen gerade.
dass ich da eine schöne Rundung hinkriege. Ja, ist leer. Ja, und der Anhänger ist gleich voll. Ja, eben dann. Deshalb bleib kurz da. Ja, wenn ich darf. Ja, ich bin voll. Tschüssi. Oh. Ja, ich werde nur fahren. Ich werde nur fahren. Die ganzen Folgen bestehen darin, dass ich abfahre. Nein, wir werden es ja so handhaben, dass wir zwischen den Folgen dann hier noch abernten. Damit es nicht die ganze... Dass hier, also, das Feld abernten. Wir sind jetzt knapp 13 Minuten hier dran. Wir brauchen einen JCB. Dringend. Geschwindigkeit? 83. Ja. Schmeckt schon besser als der 53. Ja, ist rein logisch. Es geht mir jetzt nicht mal um die Marke. Entweder JCB oder den Scania Hakenlift. Ja, Scania wäre halt noch ein bisschen schneller. Der fährt 90. Ja. Und ist relativ human, was jetzt das Fahrverhalten angeht. Oh, ich habe letztens in Real einen JCB gesehen. Der ist ja riesig. Ja, bei mir hier fahren auch ab und zu welche rum. Ich stand fast vor dem. Der Reifen war so groß wie ich. Ja. Ist bei den heutigen Traktoren so. Was ich das absolute Highlight war, schon mehrfach, ich habe es jetzt schon zwei, dreimal erlebt, JCB auf der Autobahn. Auf die Autobahn darfst du normal erst ab 80 km/h. Und die sind ja, halt. Ja. Die fahren halt mit dem JCB auf die Achterbahn. Auf die Achterbahn. Autobahn. Achterbahn. Ja, ist schon heftig. Ja. Oh, wir sind auch gleich wieder durch. Ja. Ein paar Minütchen haben wir noch. Einmal abtanken lohnt sich. Einmal abtanken gibt's noch. Ja, ich bin noch nicht mal im Hof da. Oh, das ist aber schlecht. Ja, das. Ja, okay. 56%. Ja, ich werde es trotzdem nicht schaffen. Dann tausch mal gegen den Fendt. Der fährt 10 km/h schneller. Ja. Stimmt, der steht auch noch auf dem Hof. Oder? Nee. Du hast doch, einen abgestellt. Ja, doch. Ja, doch, steht am Hof. Also auf der Straße am Hof. Ja, doch. Weiter bin ich ja nicht gekommen. Oh mein Gott. Wir müssen auf den Scania fahren. Ja, was kostet der? Ja, ich fahre lieber anstatt im Shop zu gucken. Ja, warte, ich guck selber. Oh. Wenn es bei dir leckt, hast du halt Pech gehabt. 185. Junge, ich bin in der Aufnahme. Warte. Mach mal kurz Stopp, Baruna. So, weiter geht's. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ich muss abgetankt werden. 90%. Ja, ich bin immer... Scania Hakenlift war mal. 185.000 kostet der. Okay. Wenn wir die Gerste verticken. Ja. Sollte man halt aber vielleicht noch ein bisschen warten, bis wir mehr geerntet haben. Ist noch nicht mal bei 1100. Jo, I'm full of Gerste. Ja, und ich fahr jetzt erst wieder los. Jo, also wie ihr seht, das nennt sich XXL Farm. Die uns ja, definitiv. Haben beide etwas überrascht. Ein bisschen. Leck. Oh, hast du wieder das Escape-Menü betreten? Ja, ich wollte gerade den MAN mal angucken. Och, Junge. Immer wenn du das Escape-Menü betrittst, dann leckt es. Sonst nicht. Ja, ich weiß.
Ich muss den jetzt hier mal den John Deere mal hier abstellen, weil es eh nicht so eine gute Marke. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit den Fendt. Jo, da werde ich aber den Fendt fahren. Darfst du dann dreschen? Ja, ich freue mich. Gut. Ja, dann kann ich, dann brauche ich nicht mehr abfahren. Oh, ich. Gut, also liebe Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Hä, hey, wo fährst denn du hin? Ah, das war sehr intelligent. Ja, ich wollte jetzt, gleich den Ladewagen mitnehmen, weißt du? Ja, und ich hänge am Baum fest. Jetzt nicht mehr. Ah, wer ist schneller? Wer ist schneller? Fendtbauer aus dem Weg! Ja! Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, dafür fährt er jetzt falsch, aber war nicht so. Also, liebe Leute, haut rein, macht's gut. Schaut gerne beim Tiger Farm 34 vorbei und lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Tschüss. Am besten alles, wie immer. Tschö. Tschö.